Hallo, meine Lieben, willkommen zu dieser Legung. Wie sieht er sich? Ja, wie bist du in seinen Augen? Was möchte er alles Interessantes über dich berichten? Sehr gespannt, mach es dir gemütlich und wir legen los. Wie sieht er sich? Du erholst dich nach irgendeiner schweren Phase oder nach einer Phase des Mangels. So sieht er dich. Falls du sagst, naja, in der letzten Vergangenheit ist nichts vorgefallen, dann ist es hier wie so eine Aussage, dass er dich so sieht, dass du immer wieder aufstehst, dass du immer wieder deine Krone richtest und weitergehst, dass du das Leben auch gerne hast und vielleicht hast du dich auch in letzter Zeit dazu motivieren lassen, etwas erreichen, was dir auch ganz viel Lebenskraft gibt. Und du hast eben dein Ziel vor Augen und du weißt ganz genau, dass du aus deiner Vergangenheit lernen kannst und immer wieder nach vorne schauen sollst und an dich denken sollst. Also eine, die ja gut aus der Vergangenheit lernt. Und bevor du eine Entscheidung triffst, ist es dir wichtig, ja, sicher zu gehen. Du bist eher in seinen Augen nicht so einer. Geht es um eine bestimmte Entscheidung? Ja, ich sag mal gleich, um welche eventuell ganz genau. Erstmal mache ich das hier zu Ende. Wenn du dich für eine Option entscheidest, dann muss das abgewogen sein. Ja, so dass du dann sagst, okay, jetzt bin ich mir aber ja, zu 90% sei sicher, dass es die richtige Entscheidung ist. Und das ist stabil. Eher diese Entscheidung, die schwankt nicht, die bleibt so, wie sie ist. Weil er sich auch gut denken kann, du, ja, du hast nicht so die Lust, zu schwanken. Um was es sich hier drehen kann, es geht hier um die starke Anziehung, um deine, ja, Triebe sogar irgendwo, deine Gelüste, das, was dich sehr berührt, das, was sich vielleicht sogar abhängig macht. Das kann Sexualität sein, das kann Geld sein, das kann Karriere sein, das kann alles Materielle sein. Was dir wichtig ist, es geht ja auch unter anderem um die Leidenschaft, um die Anziehung, um ja, aufsteigen wollen, auch ganz viel im Leben erreichen wollen oder eigentlich etwas erreichen wollen, was dir eben Spaß macht. Wie sieht er dich momentan noch? Irgendwie wirft er mir heute so eine Art Geschichte auf, wo es eventuell darum geht, ist es nur noch eine leichte Bindung zwischen uns? Ist es nur noch Sex? Ist es nur diese tolle Leidenschaft, eine Affäre? Oder ist das mehr? Und als ob er sich so sieht, dass für dich mehr Anstrengung bedeutet, für dich bedeutet mehr, das ist so kompliziert. Ja, das ist etwas, was du dir noch 100 Mal überlegen sollst. Besonders wird das hier zutreffen für diejenigen, die noch nicht zu 100% wissen, möchte ich meine Gefühle diesem Mann schenken, zeigen, überhaupt Gefühle für ihn entwickeln oder eher nicht, oder soll ich es nur noch bei einer schönen Romanze belassen oder bei einer heißen Nummer belassen? Oder wie soll es denn hier, wenn es um die Gefühle geht, Gedanken, welche Gedanken? Wenn es hier um die Gefühle geht, sollst du hier mehr geben, investieren, überhaupt dich öffnen? Ja, all das, was sich darum dreht, eben, wenn man überlegt, okay, jetzt in etwas Gefühlvolles gehen oder eher etwas Oberflächliches mit ihm pflegen. Ja? Oberflächlich muss nicht heißen, dass das schlecht ist, ich bewerte dabei nicht. Ja? Jeder von euch soll wissen, was das für Qualität ist. Und oft ist es sogar entlastender. Ja? Entlastender.
Gedanken, negative Gedanken können hier sein. Wer hatte denn nicht eine traurige Erfahrung mal in der Vergangenheit erlebt? Ja, also die wird nicht hier aufgedeckt. Vielleicht geht es hier tatsächlich darum, man möchte sich schützen. Ja, man möchte sich schützen, sei es du beobachtest ihn, du schaust ihn genauer an. Möchte ich überhaupt mit diesem Mann mehr anfangen? Das ist schön, ja, das ist besonders für die Frauen. Ja, die deren Finger verbrannt haben, die auch ganz schön lange Zeit nach, sei es einer Trennung oder nach einer Beziehung, Verbindung gebraucht haben, ist es natürlich sehr rational und das ist irgendwo hier gesund, ja. Und irgendwie kann er das schon von dir ablesen, sei es, es ist irgendwie in deinem Energiefeld, sodass das. Vielleicht sagst du es direkt, ja, du sagst, ich weiß es noch nicht zu 100%, ob ich hier wirklich an Liebesbeziehung denke. Klar, man kann ja auch Gefühle empfinden, aber das heißt ja nicht sofort, dass man da, weiß ich nicht, zusammenzieht, heiratet, Kinder bekommt und so weiter und so fort. Ja, denn heutzutage ist es sowieso, auch für mich ist es nicht so wie früher, Karten zu legen. Denn früher waren die meisten an einer Heirat interessiert. Ja, heute sind das nicht die meisten. Ja, weil die Menschen viel offener geworden sind. Menschen wollen das Leben genießen und sie wissen, was das für ein Preis ist. Ja, und wenn man auch verheiratet ist, heißt man nicht, dass man glücklich ist. Ja, und heutzutage geht es wirklich um das wahre Glück. Und wie sieht denn das wahre Glück aus? Ne? Und wir sind die Schmiede und wir überlegen uns, was für uns gut ist. Und das heißt ja nicht, dass für jeden die gleiche Lösung da ist. Nein, das ist sehr individuell, sehr individuell. Und was die anderen dann darüber sagen, wie du lebst und wie du liebst, ja, das muss dich überhaupt nicht interessieren. Er liest das hier bei dir ab, aber puh, naja. Also, jetzt analytisch gesehen, was soll dich das interessieren? Ja, wenn das auch resoniert, dann ist es eben deine Haltung. Das ist doch okay. Und hier kann er sich dann wohl eventuell doch noch denken, dass du mehr Gefühle für ihn empfindest, als du zugibst. Vielleicht gab es hier irgendwelche Gespräche, Telefonate. Oder wenn es um seine Gefühle geht, ja, wenn er da eventuell auch noch seine Gefühle versteckt, denn hier geht es eben ums auch unter anderem Verstecken. Die Gefühle beschützen, ja, so ein bisschen zurücknehmen. Aber durch die Sprache, ja, überleg dir mal, durch die Sprache, durch die Tonlage, durch die Stimme, da kommt schon ganz schön viel raus. Ja, man muss kein großer Psychologe sein oder Psychotherapeut, um das Ganze zu lesen. Oft sind es so ganz kleine Mini-Mikrozeichen, die du liest und da kannst du Menschen lesen, ohne darin ausgebildet zu sein, denn es sind ganz normale Regungen. An sich kann jeder Mensch den anderen gut wahrnehmen, ja, besonders sei es körperlich, mal schauen, wie reagiert denn dein Körper auf diese Person? Wie findest du die Reaktion in deinem Körper? Geht es dir dabei gut? Wie ist die Energie von diesen Menschen? Es gibt Menschen, die haben eine schöne Aura. Ja? Du fühlst dich wohl, du fühlst dich entspannt, wenn die neben dir sind, in deren Energiefeld, weil eben diese Menschen sehr Sicherheit ausstrahlen, die strahlen so eine Harmonie aus, die für dich wichtig ist und richtig, ja, und interessant und ansprechend. Für andere sind die vielleicht die größten, unbequemsten Menschen. Und für dich ist es aber nicht der Fall. Ja, das ist alles sehr, sehr individuell und wir ziehen eben auf unsere Energien genau das, was momentan eben für uns bestimmt ist. Er sieht noch in dir eine überlegte Person, die sich genauer überlegt, wie soll meine Zukunft aussehen? Ich möchte keine schnellen Lösungen, ja? Nichts aus der Tüte, nichts, keine Instant-Lösungen. Ja, hier soll es schon überlegt sein, wohl überlegt sein, weil es geht ja nicht um irgendwas und nicht um irgendjemanden, es geht ja genau um dich. Ja, hier geht es um Glück, um das Glück, ja, und die Schönheit.
Eben um dich, um eigenen Wert zu kennen, zu erkennen. Eine selbstbewusste Frau, eine Frau, die sich liebt, sie strahlt eben auch das Ganze aus. Ja, und das macht sie noch attraktiver für die Mitmenschen. Für ihn macht es sich auch sehr anziehend. Freundschaft und Enthusiasmus kommt hier noch rein. Auch gute Freunde füreinander sein. Ja, so sieht er. Sieht dich als eine gute Freundin. Mit dir kann man ja einiges besprechen. Mit dir kann man ja einiges teilen. Sexuelle Vereinigung. Ja, Sexualität ist hier wunderschön. Seiner Meinung nach. Lass uns mal nachhaken. Wie genau sieht er das? Wie genau steht es um die Sexualität? Gefällt es ihm? Ja, also weißt du, was ihm gefällt? Ihm gefällt, dass du kannst aktiv sein, selbst aktiv. Man muss sich nicht dazu bringen, für ihn zu brennen oder überhaupt Leidenschaft zu empfinden oder ja, man muss dich nicht für ihn begeistern. Du magst ihn eben, sei es wenn es sogar um dieses leidenschaftliche, körperliche geht, sexuelle, ja. Du brauchst hier keine Einladung, Nummer zwei, ja. Du bist selbst, von alleine kommst du. Und das gibt ihm auch das Gefühl, dass er eben selbst nicht alleine ist. Das ist wie, schau mal, ich interessiere mich für dich. Schau mal, ich empfinde etwas Schönes für dich. Das gefällt ihm. Auch flirten kannst du ganz gut. Also deine, wie nennt man das, wenn man, Initiative. Genau, deine Initiative, die ist in seinen Augen sehr schön. Also du hast eine, das heißt sogar rege Fantasie, ja, du bist auch anziehend und eventuell kannst du gut flirten, kannst dich auch gut verkaufen, präsentieren, verkaufen, in Anführungszeichen, ja, niemand muss sich verkaufen, aber man sagt das ja nun mal so. Ja, auch in seinen Augen bist du eine sehr interessante Frau, hübsche Frau, ja, wenn du vielleicht sogar Sommersprossen hast und so lockige Haare. Ja, dann denkt er auch an deine Haare, an deinen Busen sogar, deine Lippen, Zähne, also an sich alles. Ja, vielleicht erkennst du dich hier in diesem Bild irgendwie wieder. Ja, das ist eben so eine Karte einer verträumten Frau, eine, die verführerisch auftritt. Auch eine entspannte Frau, voller Zuversicht. Und man muss sich wirklich nicht das zu einladen, dass du leidenschaftlich wirst, dass du aktiv wirst, dass du sogar deine Wünsche mitteilst. Es ist ja jetzt auch, wie ich finde, in unserem Jahrzehnt ist es so, dass die Frauen generell aktiver geworden sind. Und das ist toll. Ja? Wenn dir ein Mann gefällt, dann hab deine Nummer immer dabei. Ja? Da kannst du ihm diese geben. Niemand verhindert dich daran, ja. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann tu das doch mal wie so eine Art Experiment. Und die meisten Männer sehen das als schön an. Denn wieso sollte immer nur noch ein Mann sich darum kümmern? Ja, die Zeiten verändern sich, die Sitten verändern sich. Jetzt hast du genauso so viele Möglichkeiten. Und ich meine, du könntest hier vielleicht nur noch jemanden entgehen lassen, ja. Und wieso denn nicht? Und vielleicht ist das ja auch so diese Initiative, die er bei dir sieht. Vielleicht hast du ja auch diese Initiative ergriffen. Das fand er sehr positiv. Außerdem kommt hier die Königin der Kirche. Was erzählst du mir? Also auf jeden Fall eine wunderschöne Frau in seinen Augen, eine sehr unabhängige Frau. Und ich kann mir bei dir denken, dass du tatsächlich den Mann ansprichst, der dir gefällt. Ja, da hast du gar keine Probleme mit. Denn ich meine, entweder schreibt er dir oder schreibt er nicht. Was hast du da verloren? Nichts. Ja, nur noch gewonnen dann eventuell, wenn das jemand ist, der dir gefällt. Also wenn du Initiative ergreifst oder sagst, okay, was du möchtest, ja, was du erleben möchtest, dann die Männer, die müssen nicht Hellseher sein. Wir können auch ruhig und ganz gechillt unsere Bedürfnisse auch äußern. Ja, dazu sind wir doch erwachsen genug.
Und das gefällt ihm, ne, falls du das auch praktizierst. Dass man für dich auch nicht so ein Papi spielen muss. Bisschen erwachsenes Mädel. In seinen Augen. Jetzt möchte ich mal diese Königin der Kirche ein bisschen. Ja, schon wieder so dieses. Okay, eine spannende Geschichte, die mir hier auch mit diesen drei Karten erzählt wird. Davor haben wir darüber gesprochen. Das ist wie, was ist denn mit Gefühlen? Ja, das ist hier energetisch gut passt. Ja, das ist hier auch sexuell gesehen, leidenschaftlich gesehen, auch eine tolle, interessante Energie ist. Was ist denn aber nun mit Gefühlen? Dass du gefühlvoll bist, das ist ihm schon bewusst. Und irgendwo insgeheim denkt er sich, es wäre doch schön, wenn sie für mich Gefühle empfinden würde. Ja, das ist vielleicht sogar insgeheim so sein Geheimnis. Was würde er dir nicht verraten wollen? Ja, genau das. Ja, auch wenn da irgendeine Absprache kam, ja, weißt du, wir können nur noch eben so und so verfahren, aber trotzdem, ja, auch wenn Gefühle so ein bisschen ausgeklammert werden sollten, insgeheim denkt er auch daran, und vielleicht denkst du auch daran, ja, so dass es eventuell auch. Natürlich ist es immer verlockend, ja. Und ja, ich denke, das ist ja mehr so was wie gesunder Menschenverstand bei dir, dann eventuell, was er dann abliest. Ja, man muss nicht immer von 0 auf 100, man kann das, ja. Es gibt ja auch ganz viele Frauen, die sagen, ich möchte das nicht mehr, ja. Von 0 auf 100, auf diesen Hochtouren, ja, so eine aufgewühlte Geschichte, denn das ist ja immer ganz schön viel Energie und das ist immer wieder ein Abenteuer, ja, wenn man da voll in die Gefühle einsteigt. Und ja, ich denke, ihr wisst es sehr, sehr, kennt das sehr gut, ihr wisst schon, worüber ich hier rede. Und das hat ja eben diese eigene Legitimität, weshalb du so geworden bist, wie du geworden bist, ja. Es gab ja nun mal Gründe und es ist ja dir überlassen, ob du dich nun mal tatsächlich dazu entscheidest, ob du in die tieferen Gefühle gehst oder nicht. Man kann ja trotzdem eine Zuneigung verspüren, man kann auf eigene Art und Weise den Menschen auch sogar lieben. Das Herz öffnen, ah, okay. Ich höre auf mein Herz und lasse meine Gefühle zu, aha. Denn ich denke, jetzt habe ich diejenigen erwischt, die das doch gar nicht wollen, ja. Gar nicht wollen. Wo er sich auch denkt, sie verschließt ihr Herz. Ja, sie verschließt ihr Herz. Das ist hier Lavendel. Ja, du könntest Lavendel räuchern oder Lavendel irgendwie aufstellen, pflücken. Und ja, das würde dich unterstützen beim Herzchakra-Öffnung, auch generell Herzchakra-Öffnung, Meditation. Und das wäre auch wunderschön. Also meine Liebe, er merkt schon, dass da bei dir, wenn es um die Gefühle geht, eine Schranke gibt. Ich überlasse das euch. Ich möchte das nicht gerne weder bewerten noch zu sehr kommentieren. Das ist euer Leben. Und was ich hier nur noch sage, wenn das eben für dich jetzt die Erfahrung ist, die du suchst, so, weil du dich ja so gibst, dann ist es eben deine Erfahrung und die ist auch sehr wertvoll. Schwangerschaft kommt hier. Die Geburt eines Kindes bringt dir und der Welt einen großen Segen. Natürlich nicht für alle, ja, nicht für alle, aber das kommt hier noch dazu. Gestehe dir deine wahren Gefühle ein. Wow, nochmal die Botschaft. Sei ehrlich mit dir selbst, nur du weißt, was du wirklich möchtest. Ach du meine Süße, also du bist ja heute so ein bisschen unentschlossen, oder? Viele sind das wohl. Eine schöne Energie. Vielleicht bist du eben in diesen Energien, wo du erstmal für dich entdecken sollst, was ist nun für mich das Wahre. Ja, es kann sein, dass es hier ganz schöne Vorstellungen gibt, wie so eine sehr schöne Verbindung funktionieren soll. Und kann sein, dass du einfach nur Zeit brauchst. Freundschaft. Ja, hier kommt Freundschaft und Freundschaft soll wohl wichtig sein. Achtsamkeit und Offenheit. Ja, Achtsamkeit, Offenheit. Ja, meine Liebe, geh achtsam mit dir um. Liebe im Hier und Jetzt, ja, im Moment. So eine Art Momentaufnahme haben wir jetzt durchgeführt.
Was siehst du genau jetzt? Was spürst du genau jetzt? Was ist in deinem Herzen? Vielleicht kannst du dich nicht entscheiden, ja? Was empfindest du für diesen Mann? Wie tief sind diese Gefühle? Oder hast du überhaupt Gefühle für diesen Mann? Möchtest du dich überhaupt einem Mann öffnen? Ja, vielleicht ist dein Herz schon sowas von, ja, 100 Mal verletzt worden, wo du dir das lieber 10.000 Mal überlegst, ob du das noch mal öffnen willst. Das ist ganz normal, ja, und das ist nun mal deine Entscheidung, ob du, ja, sei es in die Geschichten wieder reinschaust, ja, dass du die Wunden wieder ein bisschen oder ganz gut aufkratzt, ne, damit du etwas verarbeitest, damit du etwas für dich, ja, integrierst, aber ohne Hektik. Sowas funktioniert nicht sofort. Ja, jede Wunde braucht eigene Zeit. Und das wirst du merken. Jetzt möchte ich dir unterstützend noch eine Botschaft abfangen, wenn es denn um genau sowas wie alte Wunden geht oder irgendwas, was jetzt genau an der Oberfläche ist, was dich da mehr so vorsichtig stimmt. Und was er auch, ich betone das nochmal, ja, was er auch bei dir abliest. Wahrhaftigkeit und Präsenz. Hier kommt Lapis Lazuli als Stein. Und es braucht Mut, ehrlich zu sein. Lapis stärkt dein Selbstbewusstsein, sodass du deine Wahrheit offen äußerst. Er lässt sich präsent sein und mit Würde durch das Leben gehen. Ja, eine schöne Legung, weil die ja auch gezielt eben sich um dieses Thema dreht. Offen sein, präsent sein, sich die Gefühle anzuschauen, diese vielleicht sich sogar einzugestehen, mutig sein, ehrlich mit sich selbst zu sein. Denn es würde schon ausreichen, wenn du mit dir selbst ehrlich bist. Du musst ja nicht jeden informieren, wie du für jeden fühlst oder für ihn fühlst. Du musst niemanden informieren. Das ist deine Seele, das ist dein Leben. Und wenn du es nun mal für dich behalten möchtest, ja, wie du für diesen Menschen fühlst, dann ist es doch in Ordnung. Ja, du könntest Gedichte schreiben, du könntest irgendwelche schöne Geschichten dir anschauen, Filme oder sonstiges, und du kannst da tagträumen und so weiter und so fort. Du musst nicht sofort alles mitteilen. Gut ist es eventuell hier, oder es gibt hier die Möglichkeit, ja, dass du dir mehr tatsächlich dein Herzchakra anschaust, und es kann ja auch für viele von euch an der Zeit sein, dass dein Herz mehr offener wird. Ja, sodass du die Tür spalt aufmachst und schaust, was geschieht. Ja, wie das Universum auf dich dann reagiert. Denn immer wieder, wenn wir uns für etwas Neues entscheiden, wo wir neue Energien auch anziehen wollen, wo wir sagen, okay, jetzt bin ich mal mutig, ja, jetzt traue ich mich mal und lasse ihn mal an meiner Tür anklopfen, mache ich dir vielleicht und sogar spalt auf, dann kommt auf jeden Fall schon die Reaktion. Und du wirst dann verstehen, wie ist es dann für dich? Was wird dir dann gezeigt? Und bist du bereit für das, was dir gezeigt wird? Und lass dir auf jeden Fall Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Für eine private Legung stehe ich dir zur Verfügung. Und ja, pass gut auf dich auf. Lebe bewusst. Auch Achtsamkeit wäre hier wichtig. Irgendwelche Achtsamkeitsübungen, ja, wären auch hilfreich für dich, wenn du magst. Abonniere, wenn du magst, kommentiere, wenn du magst, und ich freue mich natürlich auf dich. Aktiviere die Glocke, damit du die nächste Legung nicht verpasst. Alles Liebe und bis bald. Ciao.